So, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem nächsten kleinen Tipp. Ich finde eher, es ist halt ein Tipp für PvP-Spieler. Wenn ihr zum Beispiel mit 8 Leuten auf einem Server spielt, nur so als Beispiel, können auch 5, 4, und ihr spielt halt nicht zusammen, sondern eigentlich gegeneinander, da könnt ihr euch einmal natürlich schützen, indem wir hier oben rechts den PvP-Modus ausmachen. So sah an. Ja, so sah an. So sah aus. Aber natürlich kommen die Leute trotzdem bei euch in die Base rein, eventuell. Dafür gibt es dieses nette Teil hier, nämlich den Wächterstein. Ich habe jetzt extra gewartet, bis es dunkel ist, beziehungsweise habe es gerade noch, wenn es dunkel ist, hingestellt. Und ihr seht, der leuchtet jetzt eigentlich relativ schön. Also, wir spielen ja privat auf dem Server, also meine Frau und ich. Und ich würde sagen, so als Hingucker ist er definitiv okay. Aber wie bauen wir das Ganze? So, wir gehen hier mit unserem netten Hammer ins Baumenü. Hierfür benötigen wir einmal 5 Edelholz, dann 5 Augen und einen Zerglingkern. Wie ihr den Zerglingkern bekommt, habe ich euch ja schon verraten. Gerne auch mal am Ende des Videos dann in die Playlist reingucken. Da werdet ihr schnell fündig. Edelholz auch schon verraten. Und Augen bekommt ihr eigentlich gefühlt von jedem einzelnen Mob. Und da würde ich sagen, so sieht halt der Wächterstein aus. Und so sind die Funktionen. Also für PvP-Spieler auf jeden Fall geeignet. Ich stelle mir den jetzt hier nochmal so als Deko hin. Also ganz ehrlich, ich finde ihn wirklich schön. Also das ist ein schönes Gimmick. Weil wenn die so schön vor sich hin leuchten, ist schon nice. Selbst wenn man nicht auf dem auf dem PvP-Server spielt. So als Dekoartikel definitiv zu gebrauchen. Und in dem Sinne würde ich sagen, habe ich soweit alles erklärt. Euch noch viel Spaß und haut rein.